Herzlich willkommen zu A Walk in the Dark Level 100. Ich hoffe, ich schaffe den Level jetzt auch in diesen 15 Minuten. Sonst, ja shit, es fängt schon gut an. Sonst machen wir die Episode halt so lange, bis ich den Level schaffe. Oh je. Das hat auch schon besser ausgesehen. Ich muss sagen, ich habe den Level natürlich ein bisschen geübt. So ungefähr 45 Minuten. Ah ja, also, es gibt ein paar Stellen. Es gibt eine Stelle, wo ich erst einmal durchgekommen bin. Wird sicher sehr interessant, ob ich diese Stelle wieder schaffe. Tak, 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 tak. Spring drüber, jawohl. Jawohl, also, die besagte Stelle wäre hier ziemlich, yes, geschafft, ziemlich mühsam. Nein! Ah, Mann. Aber wie gesagt, das dort mit der Gravitation ist wirklich abartig. Ja, jetzt habe ich das Timing komplett verfehlt dort. Sonst ist es eigentlich nur ein Geduldsspiel bis dorthin, es ist nicht... Fuck, jawohl. Es gibt so altbekannte Orte, wo ich immer wieder einen Fehler mache, zum Beispiel hier. Sobald ich aber durch bin, ist okay. Hier bin ich eigentlich praktisch... Fuck, kaum spreche ich es aus, schon passiert. Also, ich muss mich wieder zusammenreissen. Was ich nicht wollte sagen, ist, dass ich den Level vorher gerade geschafft habe, vor der Aufnahme. Ich kann easy peasy nochmal schnell ein bisschen probiert, um zu schauen, ob es jetzt geht. Mach den Level natürlich gerade beim dritten Versuch oder so und denke, hey cool, fuck. Nehmen wir doch auf. Mach ich locker nochmal. Sieht nicht so aus. Jetzt. Ich hoffe, ich beende das, bevor Pizza kommt. Ich habe vorhin noch Pizza bestellt, wie sich so gehört, am oben. Als Gamer. Hingegen, aller Erwartung, bin ich aber kein völlig übergewichtiger Gamer. Im Gegenteil. Ich gehöre zu der Sorte, die gar nicht aus dem Haus kommt, um Lebensmittel einkaufen. Das sind Hardcore-Gamer. Wow, natürlich kein... Hey, wieso ist der... Ich habe jetzt gerade... nicht geschaut, aber wieso ist der plötzlich stehen geblieben? Ist ja nicht so... Ah, Mann, zieht jetzt der Controller um? Wie der Controller zieht. Oh, das ist ultimativer Fehlsprung, gesehen. Wunderbar. Hey, was läuft? Was läuft? Okay. Okay, muss wieder... mich konzentrieren. Kann nicht sein, dass ich am Anfang hier gerade schon sag. Hallo? Mann, ist das ärgerlich, wenn man weiss, dass man den Level vorher gerade geschafft hat. Ich hätte einfach so den Fraps mitlaufen lassen und im Nachhinein dazu reden. Wahrscheinlich ist das Taktik, wie ich sollte. Den Level schaffen, wahrscheinlich redet's Lenken einfach zu sehr ab, genau. Lenkt's Reden zu sehr ab. Nein! Der Hass, die Stelle ist ja der Hass. Bin ich auch schon häufig gestorben. Hier eigentlich selten, muss ich sagen. Aber wenn man wie bei Super Meat Boy würde sehen, wo man schon überall gestorben wäre, dann wäre überall Blut vorhanden. So, jetzt aber Fokus. Fokus. Oh Mann. Also, ich rede jetzt einfach mal nicht. Fuck! Fuck, ich hasse es, das Timing dort hinten verpasse ich relativ oft und ich habe mir bis jetzt nicht gemerkt, wenn es genau eigentlich wäre. Oh Mann, der am abfeilen gerade. Ich kann noch... Was gebe ich dem Pizzaboten? Heute ist nicht so viel los.
ja, ich sage mal 10 Minuten. Oh je. Dass der noch übergekommen ist, war auch ein Wunder. So los, ich will das jetzt schaffen in 10 Minuten. Mein Rekord ist 55 Sekunden, dann sollte 10... Nein, das ist eben genau das falsche Timing. Ich glaube, ich muss springen, bevor er schießt. Bin mir nicht sicher. Und das ist der verfickte zweite Turm. Jetzt hat er auch wieder gehängt beim Abspringen, wenn ihr das gesehen habt. Ich weiß nicht wieso. Tag, tag, tag. Und zack. So, jetzt springe ich da, bevor er schießt. So. Okay, das ist nicht so schlecht gewesen, das könnte klappen. Nein! Die, weißt du. Es ist eine kleine Dorne dort im Ecke hinten, wo unter Grashalm davor, und anscheinend ist der Grashalm auch irgendwie so ein fucking Spike, weil. Ich bin doch nicht drinnen gewesen. Und jetzt ist er irgendwie wieder kleben geblieben, Mann. Also, es liegt nicht immer an mir. Er bleibt kleben. Das habe ich gesehen beim Abspringen, dass das Fail geht. Mann, wieso bleibst du ab und zu kleben da oben, du Scheissding? Okay, nochmal Fokus. Fokus. So, jetzt, wie ich die Stelle schaffe, dann habe ich das Level eigentlich geschafft. Nein! Mann, wie kann er nur wieder gerade zurückfliegen? Das ist doch, das ist jetzt ein Bug sein, oder? Das muss ein Bug sein. Ich bin ja gar nicht mehr drin gesehen, Mann. Das ist ja so ein Bullshit dort hinten. Es ist genau die Stelle, wenn wir die schaffen und halt das kleine nachher noch, dann haben wir das Level eigentlich geschafft. Dann sind wir durch. Aber zuerst immer bis dorthin kämpfen. Das war ein bisschen zu energisch. Aber zuerst immer bis dorthin kämpfen. Und wenn man dort ist, den Versuch starten, hoffen und dann durch so Scheiße verlieren. Es ist echt unglaublich. Aber eben der Anfang. Wunder. Schön flüssig. Oh, das ist jetzt wieder endlos knapp gewesen. So. Nochmal. Nein, Mann. Das ist die Hassstelle. Ich habe sie bis jetzt einmal geschafft und nachher dann ins Level auch geschafft gehabt. Also, die Chance, und wenn ich es nachher versaue nach dieser Stelle, oh Mann, das wird übel. So, es ist sicher spannend, den Level immer und immer wieder zu sehen, seit 9 Minuten schon, fuck. Ich glaube, ich schneide das dann zusammen. Oder auch nicht, mal schauen. Wir spielen zuerst jetzt noch ein bisschen weiter. Wir haben noch Zeit. Nein, das war das falsche Timing. Ich habe es gewusst, ich kann abspringen. Wieder festgehalten worden, wieso auch immer. Du kleines. Habt ihr gesehen? Schon wieder. Er ist einfach nicht. Ja, das habe ich nicht bellen. Jetzt bin ich beschäftigt noch. So, jetzt wunderschön. Der Teil ist erstaunlich einfach. Ich kann eigentlich. Also. Der mit diesen Schüssen kann eigentlich. Und der da oben beim Springen auch. Ich habe eigentlich erwartet, dass das. Nein, jetzt erst einmal reingelaufen. Fuck.
wieder gehalten. Mann, wieso bleibst du da oben kleben, du verfluchte Scheisskatz? Wir werden das Spiel noch beenden können. Ich glaube an mich, ich glaube an dich, ich glaube an uns. Gemeinsam sind wir stark. So. Schieß. Nein. Okay, warte, es soll schon schießen, oder? Oh. Also schieß schon, jawohl. Nein, du beschissenes Ding. Ah, wer hat sich der scheiß Level ausgedacht? Ey, ich gehe jetzt in die Luft. In die Lüfte. Und noch viel weiter. Bis zur Unendlichkeit. So. Nach dem nächsten Tod mache ich wieder einen Silent Run. Ich nehme mich zusammen. Yes! Endlich! Mann, endlich habe ich es geschafft, du Dreckslevel, du! Ja, ich will euch da anschauen. Ich habe natürlich das jetzt ein paar Mal gespielt, ohne Kommentar aufgenommen. Ungefähr 20-30 Mal. Bin auch schön etwa 3 Mal gerade am Ende gestorben. Jetzt habe ich es geschafft und wir machen doch auf Continue. Mal schauen, was da noch kommt. Die Credits. Okay. Keine schöne letzte Sequenz. Leider, schade. Ich hätte jetzt gehofft, dass da irgendetwas kommt aus einem Bild, dass sie wieder vereint sind. The End. Credits sind auch relativ kurz gewesen. Können wir uns auch von hier aus anschauen? Haben wir, glaube ich, von Anfang an schon können, nicht? Aber wahrscheinlich auch in das Bild. Okay, anyway. Ja, das wäre es also gesehen mit A Walk in the Dark. Es hat mir Spass gemacht. Es ist. Es hat zwar viel zusammengeklaut von anderen Spielen, aber hey, es ist eine 2D-Plattform, die Spass macht. Die 100 Level sind eigentlich relativ schnell durchgegangen, auch wenn wir ein paar übersprungen haben. Es ist sehr fordernd worden am Schluss, das kann man nicht leugnen. Wird also sicher vielen Spass machen. Ich kann es nur empfehlen, tut euch selber mal hier durchquälen, vor allem durch die letzten Level. Es ist momentan noch nicht auf Steam, aber Steam Greenlight ist es drin, also wenn du es auf Steam wollt, upvoten, sofort. Ja, gut, also ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffentlich sieht man sich bei einem anderen Let's Play wieder. Vielen Dank und tschüss zusammen.